Und Sie sehen schon hier diese Kräne an der Seite. Dieses Hafenbecken war das erste Hafenbecken, das angelegt wurde, damit ein Stückgutfrachter hier hineinfahren konnte und sofort mit dem Kran entladen werden konnte. Und die Güter kamen dann entweder sofort auf die Eisenbahn oder eben auf die Sackkarren. Also damals war das alles sehr schwere körperliche Arbeit, die die Menschen verrichtet haben. Wir befinden uns jetzt an eine Marco-Polo-Terrasse. Und rechts vor uns das Gebäude ist das der Marco-Polo-Tower, der so ein bisschen merkwürdig gestylt aussieht. Manche sagen, wie ein Dönerspieß. Aber ein energetisch wohl sinnvoll errichtetes Haus, sodass jeder Balkon immer wieder zu unterschiedlichen Tageszeiten beschattet wird, sodass es sich nicht sehr aufheizt. Daneben ist es sozusagen ein bisschen aus dem Plastikgebäude, ist die Hauptzentrale von Unilever Deutschland. Links der Spielplatz, errichtet zusammen mit Kindern und Architekten. Und rechts die Container für den Kreuzfahrt-Terminal Hafen City, der dort vorübergehend untergebracht ist. Und in diesem großen Bauboden entsteht das neue Kreuzfahrt-Terminal Hafen. Eines von drei Kreuzfahrtterminals, die wir in Hamburg haben, nämlich Altona und Steinwerder und Hafen City. Wenn wir jetzt rechts um die Kurve fahren, dann sehen Sie, was im Bauch alles entstehen soll. Neben dem Terminal auch Wohnungen, Kinos und Restaurationen. Der Kreuzfahrtterminal Altona, der hat wohl übrigens Langstromanschluss. Und es ist jetzt gerade von der Stadt und dem Senat verkündet worden, dass er einen Langstromanschluss für die Schiffe ausbauen. Denn wir kennen alle diese Diskussion, dass die Schiffe ja auch mit viel Schweröl fahren. Und das soll umgestellt werden. Ich meine, das war Hafen, die verkündet hat, dass ihre Schiffe ab dem nächsten Jahr alle nicht mehr mit Schweröl fahren sollen. Hallo! Wieder. Hallo! Hallo!
Philharmonie ist 110 Meter. Jeder Blickwinkel ähnelt der Aufbau mit Glasfasern einem Segel, Wasserwellen oder einem Parkplatz. Der große Konzertsaal mit 2000